dafür haben wir gearbeitet. Genau für diesen Moment, Leute. Wir haben am Anfang das Goal gesettet, Final Four. Das sehen wir jetzt. Das nächste Goal ist Finale. Okay? Alle an einem Strang ziehen. Ihr kommt rein, euer Dude scoret nicht auf euch. Das fucking. Okay? Wir haben eine offene Rechnung, Leute. Der Jod hat uns den Rücken gekehrt. Okay? Zeigt ihm, dass es ein Fehler war. Zeigt ihm, dass wir am Ende mit diesem Pokal rausgehen. Okay? Jeder von euch kann das machen. Jeder von euch ist deswegen im Team. Egal was eure Rolle ist, ihr bringt es heute. Wir bringen das zusammen. Okay? Let's go. Ja, das hat Philipp ja schon gesagt, bei allen gekommen. Also wir sind jetzt hier in der Stadthalle, sind gerade fertig geworden mit dem Aufbauen. Von der organisatorischen Perspektive sind wir eigentlich fertig und ready to go für das Event. Es ist für mich immer ein bisschen ein Zwiespalt zwischen Organisator sein und alles organisieren für die Fans und schauen, dass die Technik passt und schauen, dass die Einläufe passen, dass die Videowand passt, dass alles ready ist. Und natürlich sehe ich dann natürlich das Team, mit dem ich monatelang schon trainiert habe und einfach hoffe, dass wir heute alles umsetzen können, was wir im Training geübt haben. Und ich glaube, ganz besonders heute haben die Jungs eine richtig, richtig gute Chance zu gewinnen, nicht nur das Halbfinale, sondern auch das Finale. Es ist wirklich ein Level Playing Field, das kann wirklich jeder gewinnen. Final Four, Leute. Wir haben jetzt die letzten paar Wochen fett Gas gegeben, das hat mir sehr gut gefallen. Und ich sehe auch, dass die Motivation bei euch um einiges gestiegen ist und das ist wichtig. Wir werden jede Sekündchen von unserer Motivation heute brauchen, Leute. Von uns aufsperren, die Guards aufsperren, ein Josh, ein Paul, die gehen auch zum Rebound. Wir sperren alle auf, wir holen uns den Rebound und dann schalten wir um. Um gleich zur Offense zu kommen, wenn wir den Fastbreak haben, dann pushen wir natürlich den Fastbreak. Hassan, all den Lorenz, wenn ihr den Ball habt, schaut gleich nach vorne. Wir müssen nicht selber den Ball nach vorne bringen. Wenn wir jemanden haben, der vorne ist, vertraut zu euren Teammates. Wir wären nicht hier, wenn wir nicht ein Team hätten. Wir sind hier, weil wir ein Team haben und wir uns gegenseitig vertrauen können. Das heißt, ich will, dass wir die Pässe spielen. Wenn sie sicher sind, wenn ihr das Gefühl habt, es geht nicht, sind wir ruhig, spielen wir was und sagen wir es an. Okay? Wir müssen klug spielen, aber noch einmal gesagt, Defense geht vor. Wir kommen rein, wir sind bis zu den Zähnen bewaffnet mit unserer Mentalität und wollen es mehr. Im Sinne von, er soll das Gefühl haben, dass das hier kein Spaß ist. Und wir haben diese Chance heute da. Also, und es fängt wirklich von der Mentalität an. Ich weiß nicht, wie lange du warst, wo du das weißt, dass es ein Unterschied ist, wenn du wirklich Block findest oder wenn du das Ganze schon mit dieser Mentalität angehörst. Familie. Spiel.
wie eine Familie. Family, let's go. Die letzten 6 Wochen haben wir da funktioniert. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Bitte Nummer 32, Merkel und Nummer 41. Ich sage, Fall ist voll, about to happen, let's go! Zum Chris, ich cut durch, der nächste kommt rauf. Basketball ist ein Bewegungssport. Wie hängen sie uns die Fouls an? Weil sie sich bewegen, weil sie passen. Jeder von denen, ein On-the-Top-Guy, kann sich aussuchen, wo er hinpasst, hat sie das mitbekommen. Die Guards von uns strugglen, ein Aldin läuft, als würde ein Marathon laufen, nur damit er den Ball bekommt. Das ist doch lächerlich, das ist genau das, was wir machen wollen. Und sie machen es, und wir nicht. Ihr habt jetzt 5 Minuten Zeit. Denkt mal darüber nach, in welche Richtung das Ganze gehen soll. Let's go, Boris. Unsere Guards wollen dominieren. Drive the ball. Seid aggressive. Wir haben alles auf unserer Seite. BU! Tigers! Let's go, Tigers! Let's go! Mit der 3-Punkte-Führung. Es geht um alles.
Tigers, Einzug ins Finale. Schöner Bodenpass abgelegt und der Ball, der rollt wieder raus. Hat hier die letzte Possession. Liebe Leute, zählt mit mir gemeinsam runter. 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Wahnsinn, es ist ein Up and Down. Wir haben extrem stark gestartet. Wir haben uns seitdem nicht ganz mehr fangen können, unsere Identität finden können. Wir geben zu viele offene Dreier her. Die Fokus scored eigentlich nur noch über drei oder drei Würfel. Dabei. Und ich glaube, jeder von euch hat das gegeben, was er geben konnte.
Und guys, ich bin mega stolz. Wir haben ein Viertel lang haben wir arg gespielt. Und das ist eine Working, ein Progress in Work. Working. Viele von euch sind nächstes Jahr wieder dabei. Ich sage euch, ich bin es leid, im Halbfinale auszuscheiden. Wir haben 2016 das Championship geholt, jetzt sind wir 3 Jahre hintereinander im Halbfinale gescheitert. Nehmen wir das als Zusatzmotivation. Es gab heute wirklich phasenweise guten Basketball. Das erste Viertel war wirklich gut. Wir haben im dritten und vierten Viertel jeweils einen kleinen Push gehabt. Und wir haben als Team gespielt, wir haben uns als Team gefreut. Das sind alles gute Sachen. Ihr kommt sich immer näher, das ist wichtig. Leute, die Bog spielt seit 4 Jahren zusammen. Das sind Dudes, die kennen sich im Schlaf. Die sind ein Haufen Leute und die verdienen es. Ich gönne es ihnen noch mega, Leute. Schaut sich die Fans an, schaut sich das Team an. Wir müssen mehr Gas geben. Aber Guys, die letzten 4 Monate haben wir uns weiterentwickelt und genauso muss es weitergehen. Und Guys, 3 Monate haben wir jetzt Zeit, dann haben wir wieder ein Junior-Endspiel und da schlagen wir die Brücken. 100%. Wir gehen den richtigen Weg. Heute war es ein Step zu früh wahrscheinlich. Aber wir holen uns das. Wir holen uns das im Juni und nächstes Jahr in der ACSM-Season, wenn wir diesen Fokus haben, dann geht das. Dann holen wir uns das 100%. Wenn wir einfach dieses erste Viertel 4-mal wiederholen, schlagen wir die. Okay? Let's go, guys. Let's go, guys. Und die Fans haben auch gut. Die Fans haben heute auch gut. Uns auch. Please. Solid, guys. Solid. Wirklich gut. Let's go. Ja, ich würde sagen, unser Hauptproblem waren die Freiwürfe. Wie man gesehen hat, wir hatten 0 von 2 und maximal immer 1 von 2. Die Turnovers haben uns gekillt, also gerade am Anfang. Wenn man denkt, im ersten Drittel hätten wir auch noch so viel weiter vorne sein können, weil die einzigen Punkte, die sie gemacht haben, waren über die Turnovers. Ja, es ist echt cool. Also es ist, früher war es immer so, da war gerade in den letzten Jahren was mehr so, war cool gegen zum Beispiel die Boko oder die TU zu spielen, weil die immer viele Fans da hatten. Das waren dann halt großteils die Fanmassen gegen einen, aber es war einfach eine geile Stimmung. Und jetzt ist es cool, dass es mittlerweile bei der Wien auch schon so ist. Ich muss nur sagen, es ist echt cool von den Footballern, dass die uns so supporten und so zahlreich kommen. Also so viel wie heute waren auf unserer Seite noch nie da, was echt geil ist. Und hoffe ich, das geht so weiter. Ja, also ich würde sie schon als das stärkste Team einschätzen. Wir haben auch von vornherein, wir waren so gesagt, ich meine, unglücklich, man muss jeden Gegner schlagen, aber es war sicher den, den wir am wenigsten wollten, weil die Met und die klar von der individuellen Klasse her sicher schlechter sind, gerade was auf den Guards betrifft, als die Boko. Und das ist auch das, wo wir uns sicher am schwersten tun, starke Guards zu verteidigen. Ich glaube schon, dass die Boko es holen wird. Kommt darauf an, wer bei den zwei anderen es macht, aber ich muss eigentlich ehrlich sagen, egal, ob es jetzt die Theo oder die Mettung ist, ich glaube, es ist gut. Es ist von Anfang an stark, hat jeden deklassiert eigentlich schon teilweise in der Saison. Ja. Also, that's it für uns. Es war ein richtig tough loss. Ich finde, unsere Jungs haben eigentlich brav gespielt. Besonders am Anfang haben wir genau die Dinge umgesetzt, die wir geübt haben, 6 Wochen lang. Man hat gesehen, dass nachher ein bisschen die Erfahrung und auch die Nachhaltigkeit von unseren Jungs, dass sie das eben über das ganze Spiel tragen, gefehlt hat. Das ist natürlich schade, aber all in all habe ich gesehen, dass jeder eigentlich alles gegeben hat und damit bin ich schon sehr zufrieden. Und die Burschen sind ja saujung, also wir werden nächstes Jahr wieder drin sein, wir werden das Jahr drauf auch, viele von denen haben gerade erst angefangen zu studieren. Ich fand, das war eine richtig starke Performance, trotz des Losses, muss ich ehrlich sagen. Es ist natürlich tough, weil ich glaube, wir haben am härtesten trainiert. Wir hatten ein brandneues Team, bei uns hat sich alles geändert. Alle Veterans haben aufgehört, es waren fast nur junge Spieler jetzt im Kader. Aber dafür haben wir uns eigentlich gut gemacht. Wir haben im Final Four gespielt, wir haben der Boko einen guten Fight gegeben und haben nachher verloren. Das ist natürlich tough, aber ich bin trotzdem stolz auf die Jungs und wie sie sich im Training gegeben haben. Und ich bin froh, dass wir diese Möglichkeiten hatten, das auch zu dokumentieren. Und wir werden wahrscheinlich nächstes Jahr darauf zurückblicken und uns denken, dass wir an einem ganz anderen Ort sind als dieses Jahr. Wir werden uns definitiv weiterentwickeln. Und vielleicht werden wir irgendwann einmal diesen Pokal
auch wieder an die WU holen wie 2016. Es würde mich extrem freuen für unsere Jungs und für diese Experience. Aber leider hat es dieses Jahr nicht gereicht. Ja, ein Spiel später, wie man so schön sagt. Wir hatten jetzt unser Halbfinale. Offenes Geheimnis, wir haben verloren. Aber ja, natürlich ist es disappointing. Und natürlich weiß ich das, was wir im Endeffekt wollten. Wir haben hart gearbeitet die letzten paar Wochen. Und die Chance war auf jeden Fall da. Wir sind reingestartet ins Spiel. Ich glaube, nach dem ersten Viertel war es 17-5 für uns. Und das ist ein Wahnsinnsstart gewesen. Aber jetzt sind die Robots dran. Nein, es hat leider nicht gereicht. Die Intensity im ersten Viertel war genau das, was wir wollten. Wir haben die letzten paar Wochen darüber geredet, dass wir genau in der Defense ansetzen wollen, dass unser Ziel ist, die BOKU pro Viertel unter 10 Punkten zu halten. Das haben wir auch geschafft im ersten Viertel, aber dann hat es gar nicht mehr geklappt. Die BOKU hat dann begonnen, mehr Druck in der Defense aufzubauen und wir konnten leider gar nicht damit umgehen teilweise. Sind dann aber im dritten Viertel wieder aufgewacht, aber es war dann leider schon ein bisschen zu spät und man muss halt offen und ehrlich sagen auch, dass die Entscheidungen von den Refs waren teilweise auch ein bisschen fragwürdig. Nichtsdestotrotz, für uns endet die Reise im ASSL Final Four 2019 an dieser Stelle, aber für die WU Tigers geht es weiter. Wir haben noch einen zweiten Wettbewerb, wo wir derzeit ganz vorne mit dabei sind und im Juni kämpfen wir da um den Titel. Und nächstes Jahr wollen wir voll attackieren. Da haben wir auch dann den Lawrence wieder dabei und mich wieder dabei als Spieler. Als PhD-Student. Und ein paar andere Guys werden ihr Comeback feiern und mit den ganzen New Guys, die wir dieses Jahr integriert haben, glaube ich, dass wir nächstes Jahr wieder richtig tough werden. Nächstes Jahr holen wir uns das Ding, auf jeden Fall. Aber ich möchte auch noch sagen, der Marc hat einen richtig, richtig guten Coaching-Job gemacht. Also in all den Jahren von... Das Score sagt es aber nicht, leider. Ist egal. Von all den Jahren bei den WU Tigers, das war... Das organisiert das der beste Training, was wir hatten, und die Boys haben richtig viel gelernt. Und danke für deinen Effort auch. Let's go get it next year. Next year is our year. Thank you.
gibt's noch. Bald geht's weiter mit Football. Die Basketball haben sie dieses Jahr nicht geschafft. Aber mit Football reißt uns noch aus. Das heißt, es geht weiter. Jetzt ist es für mich eine Ehre und gleichzeitig auch ein Privileg, der Bochum ihr erstes Championship auszuhändigen. Wie geht's weiter mit den Tigers? Wir haben noch immer einige Spiele intern in der Uniliga. Wir werden fit bleiben, wir werden schauen, dass wir von der Basketballseite her uns trotzdem weiterentwickeln, uns vorbereiten auf den Season-Start nächstes Jahr oder halt im Oktober, im nächsten Studienjahr. Und jetzt fängt die Football-Season an. Das heißt, unsere Footballer brauchen auch Unterstützung. Unsere Footballer werden am 6.4. schon das letzte Gruppenspiel spielen. Sie sind ungeschlagen dieses Jahr. Und ja, ich bin schon gespannt, was die abliefern. Unsere Basketballer werden da auch hingehen. Wir sind noch immer natürlich eine starke Community. Heute werden auch viele Footballer anfeuern. Und darauf freue ich mich auf jeden Fall. Und einfach nicht locker lassen. Wir werden auch wieder ein paar neue Spieler ins Team dazu bekommen. Es wird auch wieder Tryouts geben. Wir werden trotzdem, dass wir sehr viele Spiele am Anfang der Saison waren, hatten wir einige Abgänge wegen Verletzungen, Auslandssemester und so weiter. Also die Tigers geben nie auf. Die Tigers werden zurück sein, die Tigers werden stark sein und nächstes Jahr werden die Tigers das Championship an die BU holen.